So, ein wunderschön, ja, willkommen zurück zu Clicker Heroes Folge 4. Brumm, da sind wir. Ja, so, genau. Ja, wieder eine Woche vorbei. Es ist zwar gerade mal 6 Uhr, aber ich vertraue schon auf einer. Whatever. So. Seit letzter Woche hat sich so ein bisschen was getan, tatsächlich. Wäre auch schlimm gewesen, wenn nicht. Ich weiß gerade gar nicht. Haben wir irgendwie Statistiken aufgerufen? Gibt es tatsächlich gar nicht. Ist ja Bullshit. Bei der Mobilversion, da gibt es nämlich so einen Button, da kann man sich anzeigen, also praktisch die History von den ganzen Ascensions. Kann ich das so zeigen? Ach ne, kann ich nicht. Na gut. Auf jeden Fall kann man sich hier so eine Listen anzeigen lassen. Ja, mit den ganzen vorangegangenen Ascensions gibt es hier leider irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob es daran liegt, dass es die mobile Version, dass es die Webversion ist oder dass es eine alte Version ist. Keine Ahnung. Wahrscheinlich beides. Ja, so, das heißt, wir haben fast das 100-fache an Heroes Souls, womit wir vorherige Woche begonnen haben. Der Vorteil dabei ist, wir können die natürlich alle schon hier ausgeben zu unseren, ja, zu unseren Agents, wo ich ja wie gesagt nichts gemacht habe. So, ansonsten, hier hat sich halt auch nichts getan. Wir könnten Transcenden für 2 Agent Souls, was sich garantiert voll lohnen würde. Klammer nein. Das heißt, wir ja, kümmern uns erstmal um unsere Agents. So, wir haben 2 E9 an Hero Souls. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ansonsten, mittlerweile komme ich pro Ascension auf. Naja, also bei den letzten Ascensions kam ich immer so auf 1,2 bis 1,6 E8. Also, na, schon ganz schön geil. Ich habe auch nicht so aktiv gespielt, wie schon mal wegen Schule, ganz klar. Dann war auch noch die Woche über ein paar andere Sachen, die halt für mich persönlich wichtiger waren, als hier so rumzuspielen. Kennt man ja, ne? Von daher haben wir gerade mal 2,29 an Hero Souls. Aber für unsere Agents dürfte das erstmal reichen. Ich guck mal ganz kurz. Wir brauchen für 1000 2,5 E6. Da seht ihr doch mal, das ist doch ein Witz. Ist das? Ich speichere mal vorher. Habe ich die ganze Woche über nicht getan. Vielleicht gar keine so gute Idee gewesen. Oder obwohl doch jetzt vor kurzem gespeichert. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Sieht man das hier eigentlich? Na cool, hier sieht man es ja eh nicht mehr. Ah doch, letzte Änderung. Hätte ich mal gucken müssen, was da stand. Na egal. Jetzt haben wir ja gespeichert, von daher alles gut. So. Wir machen 1000. Warte mal ganz kurz, wir haben 1, 2000er, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Wir haben 7 2000er. Hatten wir nicht damals 8 gehabt oder so? Ist ja auch egal. Das heißt, wenn wir 2,5 mal 7, dann kommen wir so ungefähr bei so, ich sag mal, bis zu 20, also 2 E7 raus. Könnte ich gerade 2, 3... Ich weiß nicht. Ich versuche mal überall 3000 Level dazu zu geben. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, doch, das sollte funktionieren. Dann haben wir unsere 2000er schon mal alle auf 5000. Das ist ein ganz schöner Zuwachs. Und dann gucke ich mal hier unsere 1000er. Die sind nämlich schon gleich wesentlich teurer. Davon haben wir 1. Ach, richtig, ist ja noch einer, der auf 500 ist. Was ist das denn für Müll? Dankeschön. Gucken, ob hier noch einer auf 500 rumlungert. Das ist auch ein 1000er.
Jetzt noch einen auf 2. Achso, ja, weil das einer der sehr teuren ist, genauso wie der hier. Gut, wir haben nur alle preiswerten haben wir auf 5000, die mittelteuren haben wir alle auf 1000 und die ganz teuren haben wir alle auf Level 20. Gut, da kümmern wir uns jetzt erstmal um unsere ganzen Tausender. Ah ja, okay. Ich sag mal so, ja, wir ziehen die mal auf 3000. So, das ist verkraftbar und erstmal, ne? Also, ja, ist machbar. So, haben wir noch einen Tausender? Nein. Gut, dann kommen jetzt hier die 20, die extrem teuren. Da können wir vielleicht 10 Level rausbekommen. Nicht mal. Okay, gut, dann lassen wir das. Scheiße, sind die teuer, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, gucken wir mal, ob wir bei unseren 5000ern jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen höher gehen. Kriegen wir die auf 10.000? Achso, halt, falsche Taste. Hier, das hier. Ah, siehst du, das sieht mir schon teurer aus. Ja, was jetzt? Gibt es noch was Höheres als. Ja, 10.000. Ja, das würde funktionieren. Okay. Gut, dann machen wir das auch. Dann ziehen wir alle auf 10.000. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Perfekt. So. Oh, und so noch einer. 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann haben wir die alle schon mal auf 10.000. Die auf 3.000. Die gehen auch nicht mehr höher. Ne, das wäre definitiv zu teuer. Das heißt, wir haben noch 1,2 E9. Eigentlich könnten wir die nochmal hochleveln, Alter. Das ist ja. Ja, ich weiß. Nee, das wird nicht, das wird nicht, das wird nicht, das wird nichts. Nee. Nee. Das wird definitiv zu teuer. Dann lassen wir das mal lieber. Reicht ja so auch erstmal schon aus, ne? Ich meine, das ist schon so ganz schön heftig. Die ersten haben wir wieder auf Level 10.000. Das ist doch ganz geil. Okay. Dann haben wir jetzt fast tausendfach so viele Hero Souls. Schon ganz brauchbar, muss man mal so sagen, ne? Wir können ja mal ganz kurz gucken, ob hier noch was ist, was irgendwie Sinn macht. Aber das sind, glaube ich, alles nur noch vier Skills gewesen, ne? Power Search, Golden Clicks, Highway. Achso. Oh. Lohnt sich das? Ja, nein, vielleicht, weiß ich doch nicht. Mal gut gucken. Was machst du nochmal? Doppelklick, ja, okay, komm. Achso, siehst du nicht. Da haben wir auch mittlerweile wieder schon zugelegt. Wow. Schon wieder fast 200. Ah ne, letztens hatten wir über 200 gehabt. Diesmal haben wir knapp unter 200. Schade eigentlich. Gut, ich meine, wir machen eh keine Transcension, von daher. Die nächste Transcension ist weit, weit in der Zukunft, wenn wir überhaupt eine brauchen, weil ich komme jetzt schon. So eigentlich. Eben jetzt nicht bei ihr. Ja, gut. So, das heißt, naja, ich könnte zwar noch weiterkommen hier, also eins von den hinteren benutzen. Das Problem ist, dann dauert eine Ascension tatsächlich so lange, dass es sich nicht lohnt, sage ich jetzt mal. Wobei, ich kann jetzt mal gucken, weil jetzt haben wir ja hier unsere Agents gerade schon hochgelevelt. Da können wir ja tatsächlich mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Also sonst immer komme ich so bis Level 2400, 2200, irgendwie so den Dreh. Kann man mal ganz kurz gucken hier. Ist ja irgendwo hier steht das ja.
Oh. Okay, war doch. Prüfe, weil das durchaus sein, ja, eben, das ist ja nicht die letzten, sondern das ist ja die höchsten Zonen. Das heißt, das können auch diejenigen sein, wo ich mir für eine Ascension sehr viel Zeit genommen habe. Weil eben, wie gesagt, in den letzten Ascensions kam ich immer so bis 2200, 2400, so in dem Dreh. Je nachdem, wie lange ich Bock hatte, beziehungsweise halt, wie viel Zeit ich hatte. Okidoki. Wir sind doch schon wieder fast bei 2000. Lol. Aha. Wir könnten übrigens gleich mal auf hier Alabaster rüber schwenken. So, buy all available upgrades. Haben wir auch wieder. Was geht hier ab? Ja, ist alles so. Auf die achte ich mittlerweile eigentlich alle gar nicht mehr. Leck mich. Schon fast 7000. Weil ich sie bei jeder Session einfach nur mal verbrenne. Naja, was soll's. Gut, wir haben. Alter Schwede. 200-fache Gilded Damage. Dann müsstet ihr hier mittlerweile eine Power. Ach man, Alter. Eine Power haben, die absolut krank ist. Oh ja. 4,8 Millionen Prozent Damage plus. Das ist heftig. Fast 5 Millionen Damage plus. Das ist schon ganz so geil. Das kann man schon echt machen. So. Chance auf Primal Boss. Na, ist natürlich auch ein Witz, aber gut, ist halt so. Ich weiß auch gar nicht, wenn man sich hier angucken kann, wie so die aktuellen Punkte sind. Weil normalerweise ist ja so, dass in höheren Leveln, also so ab Level 500, alle 500 Level, würden ja praktisch die Verhältnisse praktisch anders gewichtet. Heißt also praktisch alle 500 Level gibt es erstens weniger Primal Bosse und aber auch mehr Monster pro Ebene. Sprich also, das Spiel wird insgesamt schwerer. Jetzt ist die Frage, ist das hier bei der Version auch schon der Fall? Ich meine, wir spielen auf der 1E7 mal. Genau. War das da auch schon so? Weil normalerweise müsste ich irgendwo so ein Fragezeichen sein. So ein grünes Fragezeichen, was praktisch den aktuellen Bereich anzeigt. Also wie viel Primal Boss Chance wir in diesem Moment haben und wie viel Monster pro Zone wir in diesem Moment haben. Aber wahrscheinlich gibt es das in der Version noch gar nicht. Na gut. So. Das ist natürlich gut. Ja, am Anfang der Woche habe ich doch ein bisschen versucht, immer die Ascensions doch mit ein bisschen Klickschaden hier hoch zu pushen, quasi. Also hier mit dem Klick-Kombo. Aber bei den letzten Ascensions habe ich jetzt mittlerweile auch schon gar nicht mehr gemacht. Da habe ich lieber gesagt, gut, ich sende einfach nochmal. Komme ich besser mit weg. Von daher könnten wir die hier eigentlich wieder ein bisschen vernachlässigen, aber ich will die immer so ein bisschen so als Backbone, also so, naja, eher so als Rückgrat haben, quasi, damit ich, ja, wenn ich mal Bedarf habe, sie dann auch benutzen kann, wenn es denn wichtig wird für was auch immer. So, für uns wichtig ist aber eigentlich eher sowas hier wie alles was halt praktisch idle ist, weil ich spiele auch richtig idle, ja, von daher. Gold from Tether Chest. Ja, viel interessant. Oh, geht eigentlich. Gold haben wir einmal von Gold Chests und einmal Gold insgesamt. Also, da fällt mir jetzt auch nichts ein, was noch fehlt. Eigentlich haben wir soweit alles. Ja, okay, sehr schön. Immer noch gerade bei 70%. Traumatisierend, aber ist halt so. Ja, ist natürlich, der Wert könnte natürlich viel größer hier sein. Aber wie gesagt, die vorhandenen, die level ich immer nur bis Level 200. Einfach deswegen, weil es hier in der Version des Spiels keine Tausender Abstufung gibt, sondern.
ich, um die mit 1000, um die Gleichheit einmal um 1000 Level zu bereichern, quasi mal 10 Mal auf die 100er Fläche klicken muss. Das wär einfach viel zu viel Arbeit, hallo? Ich meine, ich könnte auch die Max-Fläche benutzen, aber die ist dann gleich wieder zu heftig. Da brauche ich dann allein für einen einzigen gleich mal gedapptes Gold. Das ist natürlich dann auch wieder nicht so schön. Ja. So, das heißt. Ich habe immer noch Insta-Kill. Das könnte also tatsächlich. Oh, gut, ja. Bin mal gespannt, wie weit ich mit den Stats jetzt kommen werde. Aber wir haben ja ganz schön was aufgeforstet. Naja, die hier alle nochmal um 5 Level zu erhöhen, bringt wahrscheinlich gar nichts. Nee. Das muss nicht sein. Das muss echt nicht sein. Gut, das heißt, die Agents sind dann damit soweit fertig. Easy. Hier bringt es auch nichts mehr, wie gesagt. Ist mir zu teuer. Muss nicht sein. Ja. Dann kommen wir vielleicht in der Woche wieder auf den oder in den Bereich, dass die Zahl hier tatsächlich wieder ansteigt. Dann bin ich mal gespannt, wo die Zahl irgendwann landet. Weil ich würde tatsächlich doch irgendwie schon gerne so ein bisschen so diesen Prozentwert hier hoch ein bisschen hoch pushen, damit wir schneller an Hero Souls kommen. Ich meine, wie gesagt, jetzt ist das definitiv doch nicht der Rede wert, weil wir haben jetzt gerade mal 2 plus, das ist ein Witz. Aber wer weiß, wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt schon wieder auf gutem Niveau, ne? Das heißt, wir haben jetzt schon einen Anstieg von 2 und die Fahrt geht ja jetzt gerade mal erst los, ne? Die Woche ist ja noch komplett, fällt ja gerade erst an. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir dann zum Ende der Woche hin, also bei der nächsten Aufnahme, dann hier schon eine 20 zu stehen haben. Dann könnte man tatsächlich überlegen, ob man nicht denn doch irgendwann mal nochmal transzendet. Vor allen Dingen jetzt gar nicht mal hier, um hier irgendwas hoch zu leveln, weil das bringt alles gar nichts. Also zumindest so gefühlt bringt das gar nichts. Ich meine, den hier hoch zu leveln ist halt auch so, selbst wenn wir hier 30 Stück reinsetzen, wäre das gerade mal das Doppelte. Ist ein Witz. Das gleiche wie hier. Ne, wenn wir hier nochmal 15 Stück reinsetzen, wäre es auch gerade mal das Doppelte. Gut, wenn wir jetzt hier 30 reinsetzen, ne, also dann wäre es natürlich schon ein bisschen mehr. Könnte man sich schon überlegen. Aber so alles in allem ist das alles eher so. Naja, witzlos. Das ist sowieso komplett witzlos. Ich finde 5%. Da bräuchten wir. Ja, vor allen Dingen sinkt der Wert ja immer, ne? Weil ich meine, wenn es immer 5% wären, wäre es natürlich geil. Da bräuchten wir gerade auf 20%, auf Level 20 leveln. Gott damit. Und dann hätten wir praktisch 100% Ersparnis. Das ist natürlich nice. Aber wenn man mal da unten guckt, Maximum Level 150. Dann heißt es, dass der Wert immer weiter sinkt. Das heißt, wir kriegen jetzt hier beim ersten Level minus 5% und beim nächsten Level dann schon noch minus, weiß nicht, minus 3%, minus 2%, whatever. Außerdem sind die Kosten, naja. Tja, und die beiden Sachen hier, die bringen absolut gar nichts. Ich meine, der hier, das ist 0,05%. Also. Jawohl, ganz ehrlich. Ist ja additiv. Das heißt also, das ist wirklich darauf gerechnet. Das heißt also, wenn wir jetzt hier ein Level holen würden, dann hätten wir statt 1,22% Retention Power 1,27%. Können wir mal im Hinterkopf behalten, wobei ich es gerade wieder vergessen werde.
Ja, hier Bohr brauchen wir mittlerweile gar nicht tatsächlich, weil, ne? Jetzt haben wir mittlerweile einen so hohen Cap, dass wir den jetzt auch so schon nicht mal mehr erreichen. Das heißt, ja, wir sind an das, was wir so an Hero Souls verdienen, relativ gut bedient eigentlich. Von daher brauchen wir den hier erstmal nicht weiter zu berücksichtigen. Vor allen Dingen ist er halt wirklich ein bisschen, na, ich sag jetzt mal, blöd, weil er ist halt wirklich nicht additiv, sondern die 10% sind hierauf bezogen. Sprich also, nee, wo war's jetzt? Genau, hier. The maximum primal hero soul bonus reward from transcendent power is currently 5% of your total hero souls. Skala wieder Wulalat. Und genau diese 5%, die würden sich um 10% erhöhen. Heißt also, wir hätten danach nicht 15%, ne, additiv, sondern was wir hätten, wären 5,5%. Hatten wir ja schon mal durchprobiert. Von daher ist das eher so, nee. Nee, das ist. Dann tatsächlich doch lieber der hier, der powert wahrscheinlich mehr. Vor allem das Witzige ist ja, selbst wenn wir jetzt transzenden und hier einfach gar nichts machen, alleine durch das Transzenden an sich werden die ganzen Werte hier ja schon höher. Ne? Das ist tatsächlich schon mal genau 1,0009. Lol. Oh jo. Und das ist natürlich schon mal ganz geil. Das heißt, wir könnten dann irgendwann mal, wie gesagt, nochmal transzenden, so in 2, 3 Wochen vielleicht, oder vielleicht auch 3, 4 Wochen, keine Ahnung. Und dann haben wir praktisch alleine durch die Transzension hier wesentlich höhere Werte. Vor allem hier unten aber natürlich einen wesentlich höheren Wert. Das heißt, die Agent Souls, die wir dann bekommen, noch zusätzlich, die könnten wir dann tatsächlich, wie gesagt, hier reinstecken, um den Wert nochmal drastisch zu erhöhen. Ne, weil wir wissen ja, bei der letzten Transcension, da war das unser Problem, weil der Wert halt extrem niedrig war. Da sind wir aber gleich direkt in den Cap gelaufen. Das war natürlich scheiße, aber diesmal ist der Wert eigentlich relativ gut. Das heißt, was wir jetzt als nächstes machen müssen, ist versuchen, unsere Power zu erhöhen. Von daher ist das halt das Nächste. So, gucken wir mal hier, was hier abgeht. Badadum. Ja, mal weg bitte. Und jetzt kommt Astrea. Boom, ja, Headshot, Alter. Wow, guckt euch das an. Denke, wir haben jetzt schon einfach mal das Tausendfache und dabei ist die gerade mal auf Level 275. Okay, denke ich. So, gucken wir mal hier die einzelnen Upgrades. Wir haben jetzt 7E53 und jetzt haben wir 1E55. Holy fucking moly. Ja, das ist heftig. Das gefällt mir. Unsere Gegner sind dicke gefickt. Okay. So. Okay. Oh, kommt schon wieder gut auf den Bereich 1,8. Bin auch schon wieder bei fast 2200. Bin ich aber echt gespannt. Das Problem ist halt, es wird zu lange und jetzt mal gucken, also so Port bei, mal gucken, wie weit wir kommen. Ist natürlich halt schlecht, weil angenommen, wir kommen jetzt mal bis Level 4000. Alleine für 2000 Level, also für die 2000 Level, ich habe vor 2 Stunden, nee, vor 2,5 Stunden habe ich ascended. Ne? Und bin jetzt gerade mal bis Level 2200. Das heißt, um jetzt zu gucken, wie weit wir kommen würden innerhalb dieser Aufnahme, müsste die Aufnahme einfach mal noch weitere 2 Stunden gehen. Und das ist ein bisschen, ich sag jetzt mal, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Muss man echt nicht. So. Ja. Das heißt, genau. Oh, dann haben wir eigentlich soweit alles geschafft. Agents sind soweit aufgestockt. Ich finde es halt, wie gesagt, nur schade, dass es hier nicht diese
diese Ascension und Transcension Button gibt, wo man gucken kann, wie so die Ascensions im Verlauf waren, damit man sich so orientieren kann, wie stark man sich eigentlich jetzt quasi innerhalb der letzten paar Ascensions verbessert hat. Das wäre tatsächlich ganz schön interessant, gibt es hier aber leider gar nicht. Ascensions, Transcensions, ne. Statistiken gibt es hierzu gar nicht. Ach Gott. Ja, was machen wir hiermit? Na gut, also die drei hier sind Sachen, die so Sinn machen, ne? Mehr Heroes Hold DPS, ne? Mehr Gold Drop und mehr Gilded Damage, sind ganz geile Sachen. Das hier ist aber ein Skill, also den brauchen wir wirklich absolut gar nicht. Da würde ich mal sagen, die tauschen wir die beide aus. Weil der ist ja immerhin schon Level 29. Gut, der ist so oft zwei Sachen, die mit Skill zu tun haben. Also genau, dann bringt uns nur das mittlere etwas. Und zwar 3 Sekunden plus bei Bossfight-Timern. Also, dass wir praktisch pro Boss 3 Sekunden mehr haben, um ihn zu besiegen. Was das jetzt so bringt, das ist natürlich auch so die Frage, aber ich verschwende lieber einen, der 29 Level hat, als hier einen Slot zu verschwenden für jemanden, der gerade mal Level 4 ist. Von daher, vor allem hat er wirklich nur Skill. Und Skill ist halt das Letzte, was ich jetzt gerade verwende. Von daher, weg damit. So, dementsprechend sind wir dann soweit komplett. Und dann würde ich mal sagen, also ja, sehen wir uns dann nächste Woche wieder und dann gucken wir mal, wie weit ich dann bin im Sinne von welches Level und vor allen Dingen wie viel Heroes Souls. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt 1E, also 1,3 E9 und hatten am Anfang 2, noch was E9, 2,2, also knapp. Jetzt wäre es natürlich geil, wenn wir nächstes Mal mindestens so 2E11 bekommen, also wieder das Hundertfache. Jetzt weiß ich nicht, ob sich jetzt hier tatsächlich so viel getan hat, dass wir das erreichen könnten. Und ich weiß auch nicht. Ich würde es am liebsten schon so beibehalten, dass wir das hier mit den Hochleveln von diesen Agents wirklich nur während einer Aufnahme machen. Dass ich quasi offscreen halt nichts anderes mache als immer wieder ascenden und immer wieder meine Monster, also meine Heroes hochleveln. Ja, und alles andere halt innerhalb der Aufnahme. Andererseits limitiere ich mich damit aber auch ganz schön heftig, weil ich meine, wenn ich jetzt wirklich halt das Hochleveln auch schon gemacht hätte, dann hätten wir jetzt locker schon 2E500 an die Heroes Souls. Ne? Ah gut, dann würde ich mal sagen, die Woche machen wir es auf jeden Fall nochmal so, dass ich also zwischen den Aufnahmen jetzt nichts anderes mache, als wirklich nur senden und ja, senden. Und dann gucken wir mal, wie weit ich denn nächste Woche gekommen bin, wo wir denn weitermachen können. Okay, also nochmal speichern. Und dann würde ich mal sagen, easy. Schau mit V.